Dann sag erstmal, dass wir da einen Zettel haben. Ja, aber dann immer hingucken ist auch blöd. Dann würde ich die lieber hier hinlegen, weil das sieht man ja Aber immer. dumm. Was geht, Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Hallo. Ja, Linda und ich testen jetzt heute mal für euch unsere Top 10 Proteinriegel. Beziehungsweise wir können es noch nicht ganz genau sagen, weil manche davon kennen wir und ja, manche testen wir jetzt erst in dem Video. Ja, wir fahren zu dem Laden auf der Schanze. Ich habe euch schon mal gezeigt, da ist eine riesen Auswahl und ja. Genau. Sagen, ja, soll ich mal? Ja, ich würde sagen, wir legen einfach los. So, wir sind jetzt auf dem Weg zu dem Laden auf der Schanze und ich bin echt gespannt, ja, welche Riegel wir jetzt im Endeffekt kaufen werden. Olli und ich haben wirklich schon extrem viele Riegel probiert und auch extrem viele Riegel gekauft. Hamburg zeigt sich wieder von der besten Seite mit dem Beton. Also nur, dass ihr das jetzt mal seht, wir sind jetzt gerade hier, das ist quasi die Auswahl, also es ist echt krass, wie viel, also wirklich alles voll, ja, hier auch, also es ist echt krass. Leute, jetzt sind wir wieder zurück. Wir haben insgesamt 10 Riegel gekauft. 6 davon sind nicht vegan und 4 davon sind vegan. Genau, und Linda und ich haben uns Folgendes überlegt. Und zwar machen wir das jetzt so, dass wir die Riegel von 1 bis 10 ranken werden. Das heißt, ja, der erste ist dann in unseren Augen der beste und ja, Platz 10 der schlechteste. Man muss natürlich sagen, dass das immer Geschmackssache ist. Genau. Aber wir werden auch ein paar Nährwertangaben machen und auch die Preise nennen. Deswegen kann man das schon so ein bisschen beurteilen. Genau. Und eine kleine Sache vorweg. Und zwar, wir wollen noch auf einen Inhaltsstoff eingehen, der ja in ganz vielen Riegeln enthalten ist. Und zwar ist es Kollagen. Einfach, dass ihr das vielleicht so ein bisschen verstehen könnt. Und zwar, Kollagen ist etwas, was aus den Muskeln und aus dem Bindegewebe von Tieren gewonnen wird. Und zwar sagen ganz viele, dass es halt das minderwertigere Protein ist. Einfach, weil es eher gut ist für die Knochengesundheit und eher ungeeignet ist für den Muskelaufbau. Und da in ganz vielen Riegeln einfach Kollagen drin ist und es eine, ich sag jetzt mal, einfach andere Eiweißquelle ist oder nicht die reine Eiweißquelle, ja, schreiben halt viele Hersteller zum Beispiel 20 Gramm Protein vorne drauf. In dem Fall sind es dann nur 13 Gramm reines Eiweiß und 7 Gramm sind dann zum Beispiel Kollagen. Genau. Und ich würde sagen, fangen wir direkt mit dem ersten Riegel an. So Leute, kommen wir jetzt zum allerersten Riegel. Ja, das ist der von USN. Das ist der White Choc Cookie Dough. Ja, der hat jetzt 20 Gramm Protein, hat jetzt aber Kollagen enthalten, hat jetzt 2,3 Gramm Zucker und 212 Kalorien auf 60 Gramm. Kommen wir zum Taste-Test. Cheers. Ich würde sagen, man schmeckt das Protein raus. Mm, ja, finde ich auch. Ach, mag ich nicht so. Nee, ich auch nicht. Also er ist schön weich. Mhm. Aber ich finde manchmal krass das Protein raus. Ja, falls ihr das kennt, so Proteinriegel, die einfach nach Protein schmecken. Ja, die diesen Proteingeschmack haben. Ja, nochmal kurz vorweg, der kostet jetzt 2,50, also zum Preis. Deswegen gibt es von mir eine 4 von 10. Ja, von mir auch. Okay, gut, dann kommen wir zum nächsten. Okay Leute, kommen wir zum nächsten Riegel und zwar ist das der Fulfill, das ist sogar eine Marke aus Ungarn. Ja, das ist jetzt der in der Geschmacksrichtung Cookie Dough und ja, der Riegel hat jetzt 20 Gramm Protein, 1,8 Gramm Zucker, 195 Kalorien und das auf insgesamt 55 Gramm. Ja, der Riegel kostet insgesamt 3 Euro, also schon ein bisschen teurer in meinen Augen. Ja. Plus, es ist so ein Vitaminriegel, das heißt, der hat jetzt irgendwie 9 verschiedene Vitamine noch in diesem Riegel. Ich würde sagen, auch mal was anderes. Ja, ich würde sagen, wir kommen jetzt direkt zum Taste-Test.
Und sieht auf jeden Fall schon, wie das Karamell rauskommt. Also ich muss sagen, ich bin nicht der allergrößte Karamell-Fan. Ich schon. Aber dieser Cookie-Dough-Geschmack kommt schon raus. Also ich bin auf jeden Fall besser als ja eben. Ja, das auf jeden Fall. Aber 3 Euro. Ja, 3 Euro ist schon teuer. Geschmack ist okay. Ja, wie gesagt, auch die Nährwerte. Also die Nährwerte sind eigentlich ganz in Ordnung. Ja. Trotzdem hat der natürlich auch wieder Kollagen enthalten. Dementsprechend, ich gebe dem eine 6 von 10. Ich gebe den eine 5,5 von 10. Oha, okay. Ja Leute, dann jetzt zum nächsten Riegel. Okay Leute. Auf den nächsten sind wir echt gespannt. Den haben wir auch noch nie gegessen. Also die anderen beiden zwar auch noch nicht, aber das ist jetzt der von Wanna. Genau, das ist jetzt Cocoa with Jinjui Flavor Cream. Genau, nicht wundern, wir müssen hier bei manchen Namen ein bisschen gucken. Der hat jetzt 13 Gramm Protein, 0,6 Gramm Zucker, das ist relativ wenig, und 196 Kalorien, aber hat auch nur 43 Gramm. Und der hat 2,70 gekostet. Ja, also vorweg, er ist teuer mit 2,70, dann wiegt er echt krass wenig im Vergleich zu anderen, also 43 Gramm, das ist nicht viel. Dann hat er auch nur 13 Gramm Eiweiß, obwohl der auch mit Kollagen ist. Also das kommt auch noch dazu. Stimmt. Verhältnismäßig deutlich mehr Kalorien für die Größe. Ja. Und halt auch, was man dazu noch sagen muss, hier ist auch, obwohl 0,6 Gramm Zucker, aber das heißt, hier ist halt sehr viel Süßmittel drin. Obwohl, wenn ich da so reingucke, dann ist da so eine Schokocreme drin. Und Waffel halt. Das ist halt geil. Das ist auch nicht normal. Das riecht auch wie eine Süßigkeit, die man kennt, aber mir fällt es nicht ein. Ja, stimmt. Krass. Okay. Lecker. Voll geil. Schmeckt man null Protein raus. Es schmeckt wie Bueno. Alter, stimmt. Es schmeckt wie Bueno. Stimmt, mein Gott, stimmt. Okay, es riecht auch so wie Bueno. Ja, dass wir darauf nicht gekommen sind gerade. Oh mein Gott. Okay, also dann versuche ich, glaube jeder von euch weiß, wie geil Bueno schmeckt. Und der schmeckt einfach eins zu eins wie Bueno. Das ist echt heftig. Weil okay. Ja, okay, also geschmacklich schon mal geil, aber der Rest ist halt eigentlich Müll bei dem Riegel, muss man ganz ehrlich sein. Er ist voll teuer. Obwohl er hat wenig Zucker. Ja. Also gut, er wiegt auch nicht so viel, aber... Also geschmacklich 10 von 10 bei mir, aber der Rest ist nicht so geil, deswegen gibt es Abzüge, also 8 von 10. Aber ich glaube, ich würde mir den nochmal holen. Ja, ich glaube ich auch. Also 8 von 10 ist gut. Ja, Leute. Also Wanna Waffen Cream auf jeden Fall zu empfehlen. Jo. Okay, nächster Riegel. Okay, Leute, kommen wir jetzt zum nächsten Riegel. Und zwar kommt der jetzt von ESN. Das ist der Designer Bar in Hazelnut Nougat. Ja, der hat jetzt insgesamt 20 Gramm Protein, 1,5 Gramm Zucker, 219 Kalorien und das halt auf 60 Gramm und kosten tut er halt insgesamt 2,70 Euro. Und auch der enthält natürlich Kollagen. Und dazu muss ich jetzt auch sagen, also wir beide haben den auch noch nie gekauft, ehrlich gesagt. Ich würde sagen, kommen wir jetzt hier auch wieder zum Taste-Test. Das ist auf jeden Fall mit weißer Schokolade. Ja, ist echt krass. Ich liebe weiße Schokolade. Hätte ich jetzt aber auch nicht mit gerechnet. Ich finde ihn gut. Ja, also man kann ein bisschen länger drauf kauen. Ja. Aber geschmacklich ist er echt gut, muss ich sagen. Schmeckt auch, finde ich, wieder sehr, sehr wenig nach Protein. Also man kann echt lange drauf kauen. Geschmacklich echt gut. Ja, also ich sag mal so, 2,70, es geht günstiger auf jeden Fall. Ist auch schon wieder im Schnitt eher teurer. Aber geschmacklich war der jetzt echt gut und von den Nährwerten ist er trotzdem auch in Ordnung. Okay. Ja. Ich glaube, ich würde mir sogar auch nochmal nachkaufen. Was man natürlich auch sagen muss, wir probieren jetzt von den jeweiligen Marken ja auch nur eine Sorte. Und vielleicht schmeckt eine andere Sorte von ESN noch besser. Genau, oder also das ist jetzt, und dazu ist es ja sowieso eigener Geschmack. Ja. Das heißt, wir müssen uns jetzt auch so ein bisschen einfach an den Fakten orientieren, wie der Preis, Kollagen enthalten ist, Protein und. Also. Ich würde sagen, ich gebe den einen 7 von 10. Oder 6? 6 von 10. Und ich 7 von 10. Ja. Okay. Next one. So Leute, kommen wir jetzt zu einer Marke, von der Linda und ich wirklich schon alle gegessen haben. Das ist alle. Gefühlt mit einer der wenigen, die wir noch nicht probiert haben. Ja. Deswegen haben wir den jetzt auch gekauft, aber Bärbel ist auf jeden Fall geschmacklich wirklich einer unserer Favoriten. Linda wird euch jetzt ein bisschen was darüber erzählen. Genau. Also der enthält leider, also was heißt leider, aber er enthält auch Kollagen, hat auch 20 Gramm Protein, 1,1 Gramm Zucker und 202 Kalorien auf 55 Gramm. Finde ich okay, also von den Nährwerten an sich finde ich es wirklich okay, hat einen geringen Zuckeranteil. Aber dazu muss man natürlich auch sagen, es ist zwar wenig raffinierter Zucker drin, aber dafür natürlich umso mehr Süßungsmittel, aber das genau. Hat man natürlich immer. Und ja, ich würde sagen, wir kommen jetzt zum Probieren. Der hat hier oben auch noch so Crunch drauf. Ich finde den ehrlich gesagt gar nicht jetzt so gut. Ich auch nicht. Krass, okay. Also, das ist gefühlt einer der wenigen, der mir gefühlt auch so gar nicht schmeckt. Also, ich muss sagen, da schmeckt noch ein bisschen Protein raus. Ja, finde ich auch. Also, es gibt so um Welten bessere von denen. Ja, echt. Das ist halt das, was ihr auch meint, ne? Ja, also, genau. Ich schwör vor, ihr würdet jetzt nur den kaufen und denkt ja so, nö, dann kaufen wir den jetzt nie wieder. Aber es gibt davon so krasse. Krass. Ja, echt krass. Also, gut, geschmacklich war das jetzt ein Reinfall. Normalerweise würde ich Bärbels, wenn ich jetzt einen anderen hätte, würde ich.
Bärbels wahrscheinlich in den Himmel oben. Ja, echt gefühlt eine 10 von 10 geben. Ja. Geschmacklich auf jeden Fall. Jetzt war der halt nicht so gut, deswegen gebe ich dem jetzt nur, geschmacklich war der echt eine Enttäuschung. Ja, man muss da jetzt fair bleiben. Ich gebe dem eine 7 von 10. Eine 7 von 10 ist doch ganz gut. Ja, oder ich gebe ihm eine 6 von 10, weil das war gerade... Ich gebe ihm eine 5 von 10, ja. Okay, Leute, also, wenn ihr euch welche von, wie gesagt, Bärbels können wir wirklich empfehlen, aber Creamy Crisp nicht zu empfehlen. Nee. Okay, kommen wir zum nächsten. Ja, Leute, der nächste Riegel ist etwas besonderer. Und zwar kommt er von der Marke Isaac. Das ist der Hafer-Insektenprotein. Und zwar, wie der Name schon sagt, besteht dieser Riegel hauptsächlich aus Insektenprotein. Damit ist der Riegel leider nicht vegan. Aber der Vorteil ist, wir haben jetzt hier kein Kollagen enthalten, was eigentlich ganz gut ist. Und deswegen haben wir hier jetzt auch wirklich 20 Gramm reines Protein. Ja, dafür ist der Zuckeranteil auch etwas höher. Und zwar haben wir jetzt hier 6,5 Gramm Zucker. Auch 287 Kalorien, liegt aber auch daran, dass der Riegel 85 Gramm wiegt, also es ist schon echt viel für einen Riegel. Und man muss einfach dazu sagen, hier wurde, glaube ich, schon auf die Inhaltsstoffe geachtet, also wir haben hier halt wenig Süßungsmittel. Der kommt auch aus Deutschland, glaube ich, genau. Und ist auch laktosefrei. Ja, genau, also es sind eigentlich echt ganz gute Nährwerte, aber preislich ist der echt krass und zwar kostet der 3,30 Euro, also schon teuer. Man hat natürlich, wie gesagt, mehr von dem Riegel, genau. Aber ja, muss man halt gucken. Ja, trotzdem 3,30 Euro für einen Riegel ist, finde ich, schon krass. Ja. Ja, und kommen wir zum Taste-Test. Okay, schmeckt auf jeden Fall anders, aber ich finde den lecker. Ja, also erst hat er ein bisschen wie Lebkuchen geschmeckt, ja. Oder? Mhm. Auch von der Konsistenz, ist aber Geschmack ist das jetzt gebrannte Mandel, habe ich, glaube ich, gar nicht gesagt. Und jetzt Nachgeschmack würde ich sogar, bin ich der Meinung, schmeckt man dieses ein bisschen Insektenprotein raus. Also echt krass eigentlich. Ach so, ungebrannte Mandeln, aber finde ich auch. Ja, also dann so ein bisschen von allem. Und wir haben uns den vorher auch noch nie gekauft, aber ich glaube, ich würde ihn mir nochmal holen. Ich glaube, ich würde ihn auch nochmal holen. Ist halt was anderes, also... Er hat halt keinen Crunch drin, er ist aber extrem weich. Gibt's den? Eine 8 von 10. Obwohl, eine 7 von 10, weil er so teuer ist. Und wegen den Nährwerten und so. Also, er ist teuer, es ist schon viel. Obwohl, er hat 20 Gramm Protein und das halt ohne Kollagen. Ja, also ganz Protein. Boah, schwierig. Ich gebe ihm eine 8 von 10. Ja, ich auch. Okay. Gut. Okay, kommen wir zum nächsten. Und zwar ist das jetzt einer von der Marke Multipower. Ist auch ein veganer Riegel, geht auch mit drauf. Und der hat einen Brownie-Flavor. Und der wurde uns sogar auch in dem Laden empfohlen, wo wir das gekauft haben. Deswegen bin ich jetzt echt gespannt. Ja, er hat 13 Gramm Protein, hat aber kein Kollagen enthalten. Wie gesagt, weil er vegan ist. Genau, 0,4 Gramm Zucker. Das ist echt krass wenig. 206 Kalorien und 55 Gramm. Und kostet 2,50 Euro? Genau, kostet 2,30 Euro sogar. Okay, das heißt, der ist auch nochmal ein Tick günstiger und ja. Cheers. Cheers. Sehr schokoladig. Raus nach Zartbitter. Ich schmecke Protein nicht raus. Ich schmecke es auch nicht raus, aber ich zum Beispiel, der schmeckt krass nach Zartbitter-Schokolade und das mag ich zum Beispiel überhaupt nicht. Ich finde es lecker. Ja, guck. Ich finde es richtig lecker. Also, das ist halt so krass, weil das sind schon wieder die Geschmäcker. Also, aufgrund vom Preis, das ist reines Protein, ist wenig Zucker. Aber es sind auch nur 13 Gramm, aber andererseits wahrscheinlich im Bärbels sind es auch nur 13 Gramm, wenn man ehrlich ist. Ich gebe den eine 8,5 von 10. Ich mag den geschmacklich halt gar nicht und ich würde ihn mir wahrscheinlich auch nicht nochmal wiederholen. Ich gebe ihm eine 6 von 10. Krass. Ja. So Leute, der nächste Riegel, muss ich sagen, ist einer, den ich schon sehr gut kenne. Ich habe mir den jetzt schon öfters geholt. Deswegen, ich werde hier auch, glaube ich, ein bisschen parteiisch an das Ganze rangehen. Auf jeden Fall, ja, das ist von Rocker, der No Way Bar. Ist auch komplett vegan. Auch hier nochmal, der ist made in Germany. Ist jetzt keine Werbung. Hier steht sogar drauf, Kollagen-free, dann noch Palmöl-free und ja, 100% vegan. Wir haben jetzt hier 14 Gramm Protein, dann haben wir noch 1,2 Gramm Zucker, 222 Kalorien und das auf 60 Gramm. Also ich muss sagen, wie gesagt, von den Nährwerten her und mega... Und kostet 2,50. Genau, und kostet 2,50 und von den Nährwerten her bin ich echt mega überzeugt. Ich weiß halt auch schon ganz genau, wie der schmeckt. Deswegen kommen wir zum Taste-Test. Weißt du das eigentlich? Was denn? Wie der schmeckt? Nur so halb, ne? Nur so halb. Ja, okay. Also was ganz nice ist, dass oben wirklich Schokostücke drauf sind, so Plättchen. Das knackt halt so richtig im Mund. Achso, Sorte Triple Chocolate. Ich muss sagen, beim ersten Mal fand ich den nicht so lecker, als ich den probiert habe. Jetzt finde ich den einen Tick besser. Aber ich finde, der ist so sehr pudrig im Mund. Also er zerfällt so gefühlt. Also ja, ich glaube, Konsistenz muss man halt mögen. Ist jetzt nichts Cremiges, schmeckt aber nicht nach Protein. Also ich mag den geschmacklich richtig gern. Wie gesagt, habe ich den auch schon vorher geholt. Ja. 14 Gramm Protein ohne Kollagen, also auch gutes, reines Protein. Vegan.
ja, wie viel? 2,50, genau. Also bei mir gibt es da jetzt einfach mal eine 10 von 10, weil der, ja, weil der erfüllt für mich halt alles. Plus ich mag ihn halt auch. Ich kann da jetzt nicht sagen 9 von 10, weil dafür habe ich ihn mir auch einfach schon zu oft geholt. Ich gebe dem eine 8 von 10. Okay, ja, das wird ja lustig nachher bei der Auswertung, ne? Ja, stimmt. Aber seid gespannt, bleibt echt bis zum Ende dran, dann werdet ihr es auf jeden Fall noch sehen. Okay, next one. Mein Bauch ist ehrlich gesagt auch schon ein bisschen gefüllt. Ja, und zwar der ist von Misfits. Habe ich auch vorher noch nie gehört, muss ich sagen. Ja. Ist jetzt in der Geschmacksrichtung Chocolate Panoffee. Und dazu eine kurze Story. Olli und ich waren auf Ibiza und haben einen Nachtisch gegessen. Und zwar Panoffee Pie. Und das war der heftigste Nachtisch, den wirklich, wir... echt. Es war eine Geschmacksexplosion. Ja, es war wirklich der heftigste Nachtisch, den wir beide gegessen haben. Und der ist uns so im Kopf geblieben. Ja. Und als wir das gelesen haben, dachten wir, den brauchen wir. Wir wollten den jetzt auch im Sommer wieder essen. Und leider gab es den aber nur im Winter. Oder es gibt den nur zur Winterzeit. Also, keine Ahnung, wahrscheinlich auch ein Grund, wieso wir den beide vorher noch nicht gegessen haben. Ja, also der ist vegan, hat keinen Kollagen. Deswegen 15 Gramm reines Protein. Schon mal hoch. Ja, schon mal hoch. 0,9 Gramm Zucker, schon mal niedrig. 195 Kalorien auf 45. Ja. Finde ich okay. Was kostet der? Achso, der kostet 2,20. Okay. Ist jetzt, glaube ich, der günstigste bis jetzt. Krass, okay. Das ist schon mal, also Preis-Leistung stimmt dann schon mal. Zumindest vom Preis für das, was man an Protein bekommt. Cheers. Cheers. Auf unseren Nachtisch. Das Ding ist, wir dürfen uns jetzt halt nicht mit dem Nachtisch vergleichen. Nee, mach ich aber gerade. Sehr gut. Also, ich weiß nicht, kennt ihr diesen Bananengeschmack in Süßigkeiten? Ja. Den mag ich nicht so gerne. Und der kommt da durch. Ja, es ist 1:1. Also ist ja klar. Ist Banane auch abgebildet, aber es ist wirklich dieser künstliche Geschmack von Banane. Ich glaube, jeder kennt den. Und das mag ich halt auch neu. Das ist genauso wie künstlicher Äpfelgeschmack. Ich gebe den eine 7 von 10. Ich gebe den auch eine 7 von 10, einfach weil alles andere wirklich stimmt. Ja. So, kommen wir jetzt auch schon zum letzten Riegel. Und zwar ist das einer von Atlas. Direkt mal vorweg. Das ist einfach der teuerste. Der kostet nämlich 3,70 €. Krass. Ja, das ist echt krass. Ich meine, das sind einfach fast 4 € für einen Riegel. Und Linda und ich haben auch schon mal einen gegessen von Atlas, aber in einer anderen Sorte. Und ich kann direkt mal sagen, der ist uns irgendwie nicht so im Kopf geblieben. Ich weiß nicht mehr, wie das schmeckt. Ich weiß nicht mehr, welche Geschmackssorte das war. Oder waren wir den gegessen haben, weiß ich auch nicht mehr. Aber ich habe auf jeden Fall schon mal so einen gekauft. Wir haben jetzt hier auch einen veganen Riegel mit 15 Gramm Protein, 6,2 Gramm Zucker. Dann haben wir insgesamt... Aber 6,2 Gramm Zucker. Ja, also die Inhaltsstoffe sind gut und deswegen halt natürlich auch höherer Zuckeranteil. 221 Kalorien auf 60 Gramm. Also wie gesagt, von den Kalorien geht es halt eigentlich, aber 3,70 € ganz ehrlich viel zu teuer. Geil. Ich muss sagen, es riecht schon ganz lecker nach Cinnamon. Bin auch echt gespannt, wie der jetzt schmeckt. Boah, geil. Ich finde, der schmeckt, als hätte jemand einfach eine ganze Tube Zimt da reingeklatscht. Geil. Finde ich richtig lecker. Also, ja, es schmeckt schon lecker, muss ich sagen. Also, es ist halt sehr krasser Zimtgeschmack. Ja, das stimmt. Es schmeckt sehr krasser Zimt. Aber gerade am Anfang habe ich das Gefühl, schmeckt das so, als hätte man so, ein Zimtding aufgemacht und hätte es einfach komplett da reingeschüttet. Aber es ist schon lecker. Also, ich glaube, ich würde mir den sogar nochmal kaufen. Deswegen ist, wie gesagt, abzuziehen ist hier auf jeden Fall der Preis. Ja. Da will ich schon einen Punkt für abziehen. Ja. Ich gebe ihm eine 8 von 10. Ich auch. Genau, Leute. Dann waren das jetzt erstmal alle 10 Riegel. Ja, Linda und ich beraten uns jetzt nochmal ganz kurz und dann, dann sagen wir euch gleich, welcher unserer Favorite ist, also welcher auf Platz 1 ist und wieso. Und ja, dann würde ich sagen, bis gleich. Okay, so, kommen wir jetzt zum Ranking. Und zwar kurz vorweg, unabhängig von jetzt unseren Entscheidungen eben, haben wir jetzt halt jetzt zusammen nochmal für uns entschieden, welcher halt Platz 10 ist und welcher Platz 1. Also genau, auch wenn wir zum Beispiel bei manchen Riegeln gerade eben schon meinten, dass er gut schmeckt. Ja, oder eine höhere Punktzahl hat, kann es trotzdem sein, dass er jetzt eher unten ist. Fangen wir mit dem schlechtesten an. Platz Nummer 10 ist der von Trust. Obwohl, ich hatte echt Hoffnungen in den, aber... Ja, ich habe es sogar schon predicted. Ich finde, der sieht auch schon so aus wie ein Riegel, der krass nach Protein oder schmeckt. Also genau, Platz 10. Platz 10. Platz 9 ist der von Fulfill. Das ist der aus Ungarn. Obwohl, ich habe davon eine andere Geschmacksrichtung noch probiert. Der war auch lecker. Genau, ich auch. War auch okay, aber der war es jetzt halt nicht. Der war es nicht. Platz 10, 9, 8. Genau, das ist 8 jetzt. Platz 8 ist, wie gesagt, Preis-Leistung stimmt. Ja. Geschmacklich war das aber echt ein Reinfall. Genau, kommen wir zu Platz 7. Den fand Linda ja ganz gut, aber trotzdem auch ein Veganer halt in dem Fall trotzdem. Aber irgendwie ist er mir jetzt auch gar nicht so im Kopf geblieben. Ja, Platz 7 in dem Fall. Auf Platz 6 ist jetzt halt einfach Bärbels, weil der vom Geschmacklichen nicht überzeugt hat und wie gesagt, es gibt auch noch ein paar andere Punkte, die da nicht stimmt. Dann haben wir jetzt auf Platz 5 ist der von ESN. Der war halt, wie gesagt, also eigentlich gibt es an dem gar nicht so viel auszusetzen, aber es gab jetzt halt noch vier, die besser waren. Er war halt einfach gut. Ja, genau. Dann, wie gesagt, geschmacklich ist der hier auf 1.
Also ja, geschmacklich ist er auf 1 auf jeden Fall. Der nach Bueno schmeckt. Ja, der nach Bueno schmeckt, aber leider ist auch das Einzige, was an diesem Riegel gut ist, deswegen auf Platz 4. Genau. Und jetzt unsere Top 3. Top 3, Traumwirbel. Da hat es der einmal mit dem Insektenprotein reingeschafft. Hätte ich nicht gedacht, muss ich sagen. Hätte ich auch nicht gedacht. Wie gesagt, auch etwas teurer. Wir haben hier schon viel Riegel, aber ich glaube, das ist auch so einer, der macht dich satt auf jeden Fall. Genau, ja. Plus, er kommt aus Deutschland, die Nährwerte stimmen. Also es ist schon ein sehr hochwertiger Riegel. Ja. Genau. Und das Ding ist, also okay. Gefühlt ist es so, man schafft vielleicht nicht ganz so sein Mittagessen und deswegen nimmt man den mit noch irgendeinem anderen Snack zusammen. Genau, genau. Und Leute, denkt dran, wenn ihr auf eure Proteine kommen wollt, dann gibt es auch noch andere Möglichkeiten oder trinkt einfach einen Shake. Also seht es immer eher als gesunde Süßigkeit. Genau, das muss man immer dazu sagen. Es ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, ich kann mir jetzt 5 Riegel reinhauen. Ja, genau. Kommen wir zu Platz 2. Und zwar hat es jetzt dieser von Atlas auf Platz 2 geschafft. eigentlich krass, weil er war schon lecker irgendwo. Er ist nur krass überteuert und sonst, wie gesagt, der ist schon aus sehr, sehr guten Inhaltsstoffen hergestellt worden. Der kommt aus Deutschland. Also an sich ist es ein wirklich guter Proteinriegel, aber er ist halt auch sehr teuer. Ja. Aber ja, Qualität. Aber ich glaube, ich würde mir trotzdem nochmal neu kaufen. Hat seinen Preis? Ja, auf jeden Fall. Kannst du dir halt nur nicht jeden Tag kaufen, weil fast genau. 4 Euro. Wo soll das denn noch hingehen? Kommen wir zu unserem Platz 1. Genau. Der von Rocker. Einfach weil hier, wie gesagt, die Inhaltsstoffe stimmen. Auch der Proteingehalt, aber halt auch der Geschmack. Eigentlich ganz lustig, weil, wie gesagt, ich habe mir den ja schon öfter geholt und jetzt ist es auch hier wieder der Platz 1. Also ja. Aber ich muss auch sagen, einfach vom Gesamten großen Ganzen, ja. Genau, fand ich den trotzdem einfach am besten. Also Leute, und wie gesagt, es ist jetzt hier auch keine Werbung und wir werden dafür auch nicht bezahlt. Schön wäre es natürlich. Ja. Das heißt, Rocker, wenn ihr das seht, schreibt uns gerne an. genau, also Leute, das ist der Favorite von Rocker und wie gesagt, es gibt auch noch ganz viele andere Sorten. Ja. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Also das ist auch ganz, ganz wichtig, so für den Algorithmus und für uns. Oh Gott. Ja, es ist einfach so. Genau, schreibt mal unten in die Kommentare, ob ihr einen Riegel davon auch schon probiert habt und was euer Lieblingsriegelstand jetzt ist. Genau. Und könnt gerne die Beschreibung abchecken, da haben wir nochmal alle Riegel verlinkt. Richtig. Und ganz wichtig, abonniert uns für mehr. Und schreibt mal auch unten in die Kommentare, ob ihr vielleicht noch einen zweiten Teil davon sehen wollt. Oh ja. Wir hätten Bock. Ja. Und Leute, damit würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüssi.